Ja, guten Morgen, meine Freunde. Hier bin ich wieder, ja, mit einem Video und nicht Livestream. Ja, wie ihr seht, sind es im Moment Videos. Ja, weil ich quer durch Deutschland bin und nicht zu Hause. Ja, ich habe jetzt, sage ich mal, kein neues Gaming-Zimmer wie der eine YouTuber da wieder. Na, oder eine Kamera von woanders. Nee, habe ich nicht. Ja, Leute, ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir mal eine Beschreibung schreiben sollt, ob ich vielleicht auch mal so... Ja, wenn ich schon unterwegs bin, quer durch Deutschland und ich sollte eine Drohne irgendwann mal besitzen, dass ich vielleicht mal so ein paar Drohnenaufnahmen mache, von oben, wo ich hier so bin und so. Wie wäre denn das? Ja gut, ich muss auch gucken, ob wo Drohnenstart erlaubt sind. Das werde ich auch machen. Und ja, in den entsprechenden Asthöften auch irgendwo da erlaubt ist, dann werde ich auch mal so einen Drohnenflug machen. Wie würdet ihr denn das finden? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ja, und ja, ob ich heute schon Abend wieder zocken kann, weiß ich noch gar nicht. Ich werde es sehen. Ich warte einfach ab, ich mache die 3 Kunden. Wenn ich die fertig habe, habe ich die fertig. Und wenn ich noch Zeit habe, dann versuche ich nur nach Hause zu kommen. Ob ich wirklich aufs Firmengelände komme, bis dahin, das weiß ich nicht. Ich werde es gucken. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass die 3 Kunden nicht so weit auseinander sind. Gut, zu einem Einkunden muss ich jetzt erstmal weit fahren. Das sind noch so knapp, ich glaube, 60 oder 70 Kilometer. Das dauert schon noch ein bisschen. Und ob ich die 3 Kunden dann wirklich auch schaffe, das weiß ich noch nicht. Das kann ich euch noch nicht sagen. Das sehen wir dann. Und sollte ich es schaffen, die 3 Kunden, und ich schaffe es noch bis zur Firma, dann machen wir heute Abend einen Livestream, ne? Aber auch nur, wenn ich weiß, dass soll ich sagen, noch andere Kunden habe. Weil sollte es sein, dass ich so gesehen morgens dann gleich wieder arbeiten muss, weil ich dann wieder was auf dem Gerät habe. Dann ist das so. Dann muss ich die noch schaffen, obwohl heute erst Donnerstag ist. Und ich glaube nicht, naja, dann müsste es ja ein Kunde sein, dass ich am Freitag schon gleich wieder fertig werde, weil ich sehe es nicht ein, bis Samstag wieder zu arbeiten. Weil das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ich glaube, 2 Wochen lang habe ich bis Samstag gearbeitet, wenn ich mich nicht irre. Gut, eine Woche war von Dienstag bis Samstag, also da ist es ja nicht so tragisch, aber jetzt von Montag bis Samstag wieder arbeiten möchte ich eigentlich nicht. Weil Samstag die meisten Kunden eh zu haben. Also manche, nicht alle. Na, aber mal gucken. Wir lassen uns einfach überraschen, so bin ich immer. Ich lasse mich immer überraschen. Gut, ich habe das Moped jetzt hier schon angemacht. So heißt das Ding hier. Und aber losfahren kann ich noch nicht. Ich werde erst um 7 Uhr anfangen, auch wenn ich das schon angemacht habe. Das ist ja völlig egal. Anfangen zu arbeiten werde ich noch nicht. Erst um 7 Uhr werde ich meine Karte reinstecken. Ich werde jetzt auch noch nicht anmelden, das Moped. Also ist noch alles gut. Ich habe es nur angemacht, ich habe noch nicht irgendwas gestartet da, nur es anmachen lassen. Ja Leute, dann werde ich hier trotzdem mal meine Schlüssellagen erstmal in die Tasche packen. Das wird sowas von kalt, weil diese Schlüssel so kalt sind. Ja Leute, das ist mal so, dann sind die manchmal so richtig kalt. Ja Leute, das ist morgens ist es halt noch kalt. Wir haben ja noch nicht so ganz Sommer. Will ich mal sagen, wir haben April und April ist eigentlich, weiß nicht, was ich will. Ja, Leute, jetzt muss man sich mal so ein bisschen zu Herzen nehmen. Es ist nicht immer warm, warm, warm. Ja, aber eins gönne ich mir, Leute, schon. Den 3,30 Euro Kakao. Aber kann ich nur dank meiner Arbeitgeber mir leisten. Sonst könnte ich mir das gar nicht. Sonst würde ich hier rumsitzen, nichts trinken, nichts essen, nur meine Apfelschorle angucken und warten, bis ich die trinken könnte. Manchmal ist das Leben echt schwierig, muss ich sagen. Immer nur Geld, 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 Geld. Ja.
Und das ist das, was ich nie habe. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich finde das schon interessant, mit einer Drohne mal zu fliegen zu wollen. Ich werde mir wahrscheinlich auch eine holen, auch mit Kamera. Ob die Ton aufzeichnet, das ist dann so eine andere Sache, das weiß ich nicht. Aber manche ja. Ich werde mich da mal in Ruhe beraten lassen. Aber ob ich sie kaufe und welche, in welcher Höhe oder wie auch immer, kann ich euch sagen, sie wird nicht so teuer sein. Es wird eine Anfängerdrohne sein, weil ich bin Anfänger. Und wenn diese Drohne dann halt mal kaputt gehen sollte, was ich nicht hoffe, ja, das ist meine Schuld, dann habe ich Pech gehabt. Aber wenn ich sie mir zulege, das ist auch so eine Sache. Also ich weiß es noch nicht. Ich bin mit dem Gedanken am Spielen, weil ich möchte meinen Kanal weitermachen. Ich möchte auch verschiedene Videos machen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mich weiter die Videos liked und mich abonnieren würdet, die das noch nicht getan haben. Und ja, was soll ich sagen? Das war es erstmal vom heutigen morgigen Video. Wir haben es Donnerstag, den 23.04. sehe ich, laut dem Gerät. Aber das müsste ja auch eigentlich richtig gehen, weil es geht eigentlich nach der Firmenuhr. Dings, ja, sage ich doch. Ja, habe ich auch recht. Und ja, ich war gestern zu Fuß in Wasbeck, was hier in der Nähe dieses Rasthofes ist, wo ich über einen Betriebsweg wieder zu Fuß gelaufen bin, weil mit dem Auto darf man da ja eigentlich nicht. Naja, eigentlich. Man darf da eigentlich nicht lang. Nee, man darf da nicht lang. Da dürfen wirklich nur die lang, die hier arbeiten und die Zulieferer. Ja, und natürlich die Trecker, die Bauern, die zu ihren Feldern wollen. Ja. Es gibt ja auch so sture Leute, sage ich mal, die sich dann schön querstellen, weil sie sagen, ja, das ist ja mein Privatweg. Hier darfst du ja nicht lang. Und dich dann anmeckern. Naja, die haben ja auch recht. Aber selber dürfen sie eigentlich auch nicht wirklich da lang. Ich verstehe es nicht, warum da manchmal wirklich auch Leute, die dort in der Siedlung wohnen, trotzdem in diesen Treckerwegen lang fahren und es eigentlich nicht dürfen. Ne? Polizei jetzt mal ganz ausgeschlossen, weil Polizei, die darf da lang für irgendwelche Notfälle, was weiß ich. Das ist ja mal was ganz anderes. Das ist ganz ausgenommen, ne? Die haben vom Staat die Erlaubnis in dem Sinne. Und da sage ich mir, ist in Ordnung. Aber so manche Privatleute fahren da auch lang, was die Treckerleute aber auch wieder nicht gut finden. Naja, und ich als Fußgänger auch nicht. Gut, die Mitarbeiter, die hier lang gefahren sind, das ist auch völlig egal. Die dürfen das. Steht ja auch dran. Und der Pächter darf es auch. Ist ja auch in Ordnung. Aber sonst, so Privatautos oder so, die dann nur irgendwie zur Autobahn anders fahren wollen, finde ich ein Unding. Aber sie machen es trotzdem. Solange die Polizei nicht da ist. Sollte die Polizei da mal kontrollieren. Oh, ich glaube, dann gibt es einige Leute, die leider wieder zahlen müssen. Ja, aber naja, was soll's. Im Moment haben wir das Corona-Problem. Ich hoffe, das wird sich bald erledigen. So, das war's jetzt mit dem Video. Sonst wird's wieder zu lang. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken. Lasst mir ein Like oder ein Abo da. Wäre echt mega nice. Und die Leute, die bei mir unten in der Beschreibung gleich dann irgendwann stehen, wenn ich sie mit dem Computer wieder hinzugefügt habe, die dann bitte auch. Wäre echt nett. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.